Nice. Stage geschafft. Die war ein bisschen wilder auch wieder, Leute. Ihr seht, ich habe ein bisschen was am Lineup verändert. Ich zeige euch das nochmal hier. Ja, ich habe vorne die beiden Vanguards Leo und Creed reingetan, in der Mitte Rez und hinten Maserani mit Nordfeiern. Und dann habe ich Praying Eyes benutzt. Und hier Prism Amulet. Ja, und das hat gereicht, ey. Das war nervige Stage, hat gereicht. Die Stage hier jetzt auch direkt so weitermachen können. Nicht. Dann haben wir mal kurz ein bisschen um. So. Dass wir Häuser kaputt kriegen, die alte Kuchen. Die halt auch einfach mal von Stage zu Stage unglaublich mehr aus. Die schloppt. Nicht reichen wahrscheinlich. Schluckt zu viel, die schluckt zu viel. Oh. Mann, 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 Mann. Eigentlich relativ viel Schaden mit dabei haben. Naja, jetzt kriegen wir Äußer doch auch safe down. Man würde mich jetzt wundern. Ja, die haben wir. Sehr gut. /59/20. Ich denke, in dem Video hier zeige ich auch mal, wie das geht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das letzte Mal in welchem Video gezeigt habe. Oh nein, nicht Leo. Oh no, was mache ich? Mann, ey. Hätte reingefailt, ey.
deswegen. Ach komm, das machen wir doch mal von vorne. Ey, so eine Scheiße. Das mache ich manchmal, ne? Passiert euch sowas auch oder passiert es immer nur mir? Weil ich immer so schnell, schnell mache. Gott, lass doch Rivenna in Ruhe. Ach du Drecksköter, ey. Ja, klar, ey. Das haben wir auch im Kasten. Sehr gut, weiter geht's. So einfach. Nein, warum ist Wester rot? Ich glaube, der Schaden reicht ohne Res und die Heilung. Der Schaden wird wahrscheinlich reichen. Ich weiß nicht, ob die Heilung reicht. Für Mord. Der macht ab und zu auch den Schaden. Der große Held von dem.
sieht eigentlich gut aus von der Heilung. Ja. Ja, das sollte passen. Geht's wieder gut durch hier. Hätte ich nichts gesagt, da kommt schon wieder ein Ohren. Da fliegt uns wieder um die Ohren. Kommt aber noch was nach mit Sicherheit. Ah, Wölfe und Moor. Jetzt greift der Wolf den Rest an. Ich kotze. Ich habe irgendwie gerade Pech, dass mein Rest immer komplett zerlegt wird. Ey, mein Gott, ey. Ja, auch Rest, Mann. Was hat denn jetzt schon wieder Rest erlegt? Wolltest du mich rollen oder was? Das ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Einfach auf einmal Rest. Der stand doch eigentlich gut, ey. Boah, der Damage ist zu wuchtig hier, ey. Holy Carino, Mann. Nicht, was Wes gerade zerlegt hat. Das sah an Lacerino aus, weil der einfach eigentlich stand komplett hinten drin ist. Ich weiß, die Minen waren. Ich springe jetzt einfach in die Mine rein mit Nord. Okay, Nord hat die Minen getankt. Nein! Oh, wie viel Damage! Es war so ein Millimeter, dass ich die Ulti hatte. Ah, dieser Millimeter hat gefehlt. Damn. Nein, ich will doch nicht auf Leo machen. Oh, diese absolute Unfähigkeit manchmal. Schon wieder fast, ne?
Steuerung ist so hakelig manchmal. Ich war doch da! Ich hab's nicht geschafft zu drücken. Oh, nein! Ich hasse es, Mann! Oh, Luke hat mich wegzubaitet, ey! Ich hätte einfach auf der Nord-Ulti bleiben sollen, so eine Scheiße, ey! Ah, voll gebaitet worden von der. Das sollten wir jetzt haben. Eine zu schwere Geburt, ey. Hätte auch einfacher sein können. Kasten ist im Kasten, oder wie? Blut weggemacht werden. Putz, Junge! Sauber! Wir nähern uns das Ende der Kampagne. Mist, da ist einer hinten durchgelaufen, das ist nicht gut gewesen.
Waren bitte Res. Ah, ein Res ist kaputt. Unfortunate. Alter, die dicken Gummibärchen laufen immer durch hier. Ja, ficken. Reicht's trotzdem vom Damage her, ey. Eventuell. Keine Ahnung, ich probier's einfach. Nerven mich nämlich die dicken Gummibärchen. Ja, es reicht nicht. Oder? Glaub nicht. Mann, nervig. Fetten Schwanz. Damn it. Ah. Könnte doch reichen. Wer weiß, nehmen wir mit. Aber die sind immer nervig, die laufen immer irgendwie durch. Oder die rollen durch, oder was weiß ich. Auf jeden Fall kommen die immer durch. Steht da nicht gut. Ach, Luke, Wes. Wes steht da ganz gut. Offensiv. Uff, knapp. Stark, 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 weiter geht's. Sieht schon wieder nach einer Stage aus, wo wir erstmal, glaube ich, einen Cut machen müssen. Hier ist es schon wieder wild. Muss ich wieder was einfallen lassen. Backline wird hier nämlich ordentlich mit dem Damage genommen. Naja, die Backline stirbt hier so schnell weg. Ist nicht gut. Ja, du läufst jetzt auch noch in die Backline da hinten rein, du kleiner Gnom, ey. Fehlt uns doch hier der Damage. Der mit Ravenna wahrscheinlich ausgereicht hätte, oder? Ach man. Luke stirbt relativ schnell am Anfang, ich weiß nicht genau warum. Wegen den beiden Fischen da, ne? Boah, da ist alles gestorben. Ich glaube, wir machen hier erstmal einen Cut wieder. Ich zeige jetzt mal das, die Gears. Das sind Nordteilen. Ihr könnt das Video ja pausieren und langsam dann wieder euch angucken, ne, wenn ihr die Stats in Ruhe
euch anschauen möchtet. Er ist Exclusive 30. Hat Marodeur-Set bei mir an, mit viel Crit-Rate, wie ihr seht, und Crit-Damage. Das sind die Gesamtstats. Dann hatten wir Leo. Das ist mein Leo. Der ist auch auf Exclusive 30. Benutzt das Search-Set bei mir auf, ja, volle Tech einfach. So sieht's aus. Dann hatten wir Venner. Renner hat einen Osterskin und ich denke mal, wenn wir jetzt ins Equipment reingehen, wird das Game crashen. Oh, wir haben Glück gehabt. Ihr seht, ich habe relativ 70% Crit-Rate angeaimt und den Rest auf Crit-Damage bei hier. Und ansonsten, wen hatten wir noch benutzt? Res, ne? Res? Res habe ich im Light-Slit-Gear und... ja, ansonsten viel auf HP einfach. Und Luke hatten wir noch, ne? Das ist mein Luke. Der ist auch EX20, das sind seine Gesamtstats. Und der hat bei mir das Burst-Set an. Eigentlich alles einfach auf Attack, so viel wie ging. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat schon mal das Video weitergeholfen in der Story. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.